es gibt verschiedene Fragen bei dem Stück, die man vielleicht nicht beantworten muss, aber man muss sie stellen. Was sind das für Götter, die einen Vater zwingen, den Sohn umzubringen? Auf der anderen Seite ist halt die Frage, was ist das für eine Ideologie, für die dann später auch der Sohn eintritt und sich opfern will? Wir haben eigentlich zwei Generationen in dem Stück. Es gibt die Vätergeneration und es gibt die Kindergeneration, die alle letztendlich an einer Art von Kriegstrauma leiden. Also Ilja, die ist aufgewachsen im Krieg. Ida Mantes, dessen Vater jetzt endlich zurückkommt und der sich merkwürdig verhält und sich abweisend verhält. Und Elektra, die ist auch nicht gerade untraumatisiert. Also wir haben drei Kinder, die zu tun haben mit den Folgen eines vollkommen idiotischen Krieges. Meint ja, den Göttern was schuldig zu sein. Und jetzt haben wir also den König, der sein Leben retten wollte, und den Vater, der natürlich alles tun will, nur nicht den Sohn opfern. Diese Prüfung, die er hat, ist genauso idiotisch wie alles, was vorher passiert ist. Weil letztendlich muss er sich der Frage stellen, ist mein Leben wert, ein anderes zu opfern? Also man kann das sehr psychologisch lesen, ist auch interessant, weil Mozart ja dann wirklich auch mit dem Stück sich von seinem Vater versucht hat abzunabeln. Und man kann es philosophisch oder politisch lesen, weil es geht natürlich um die Frage, warum die Söhne oder Töchter eigentlich für den Irrsinn ihrer Väter, warum die dafür sterben müssen.